Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, ich habe mein Versprechen vom letzten Mal wahr gemacht. Ich bin einmal bis hier unten hingereist, leider Gottes ist ja Fragezeichen in dem Zeitraum, wo ich das getan habe, schon verschwunden. Nichtsdestotrotz, ich habe auf dem Weg ein paar neue Pokémons gefangen. Ich habe auch übrigens endlich mal was rausgefunden. Man kriegt Belohnungen hierfür, wenn man verschiedene Pokémons gefangen hat. Also wenn man mehrere hat. Wie jetzt zum Beispiel habe ich gerade einen Wasserstein geschenkt bekommen. Ja. Außerdem, ich wollte die Steine einfach nur mal kurz angucken, dass ich sie habe und habe dabei schon gesehen, jetzt müsste ich sie nur im Inventar finden, der Feuerstein scheint bei unseren Schillingel eine Entwicklung auszulösen und das werde ich jetzt auch direkt machen. Das Ding sieht cool aus. Es ein Hallupenio. Das Habanero-Pokémon. Der grüne Kopf hat eine brutale Veranlagung, da Schafstoffe sein Gehirn stimulieren. Wütet er erst einmal, ist er nicht mehr aufzuhalten. Okay, und das scheint offenbar auch die Vollentwicklung zu sein. Er versucht Chili-Essenz zu lernen. Oh, eine Pokémon-eigene Attacke. Der Anwender setzt eine unglaublich scharfe Essenz frei, die den Angriff des Ziels stark erhöht, aber seine Verteidigung stark senkt. Okay. Es ist auch noch ein Subtypus Feuer. Ja, Kopfnuss kann ruhig weg. Es versucht Flammenwurf zu lernen. Ja, das kann. Dafür kann ruhig Kugelsaat weg. Außerdem, ich hoffe, ich habe genügend Bonbons. Broxy war auch dabei, sich zu entwickeln auf Level 25. Ich habe es aber noch zurückgehalten. Ich habe ihn gerade auf mal direkt auf 29 gepusht. Ich wollte ihn nur ein Level pushen, nicht direkt mehrere. Das heißt, wir sehen jetzt direkt noch mal eine Entwicklung. Ja, komm, Kehrtwende kann weg. Heute ist die Entwicklungsfolge. Boah, entwickelt sich ja ultra cool aus. Sproxy hat sich zu einem Affiti entwickelt. Das Giftaffen-Pokémon. Jedes Affiti malt sein eigenes individuelles Muster, das es sein Leben lang immer wieder reproduziert. Du bist mega cool. Dich behalte ich, glaube ich, auch im Team. Abpausen will es lernen. Der Anwender kopiert die wahre Essenz des Ziels, dadurch erhalten alle Pokémon auf der Mitstreiterseite die Fähigkeiten des Ziels. Oh, das ist eine sehr interessante Technik. Ja, kann anspringen. So, dann bin ich so frei und gebe unseren Haupt-Pokémon auch die restlichen Bonbons. So, dann ist es Level 30. Da haben wir dann da auch noch trainiert. Ja, hier seht ihr schon die Pokémons, die ich jetzt alle neu gefangen habe. Ich werde die jetzt auch noch alle vorlesen lassen. Also, drei von denen spreche ich vor, drei von denen lasse ich drin vorlesen und drei davon lasse ich Noir vorlesen. Zuallererst, du kommst jetzt in die Box, weil du bist so gesehen fertig. Ich überlege gerade nur, welches Pokémon ich stattdessen mitnehme. Wir nehmen Knabon mit. Haben wir ja zwei Feuer-Pokémon.
Also ja, für die, die den Teil überspringen wollen, mache ich genau an dieser Stelle jetzt mal eben kurz einen Zeitstempel direkt neben mir. Zu dem könnt ihr dann springen. Ansonsten werden jetzt die Pokémons vorgelesen. Ja, Leute, hier haben wir das erste Pokémon, das Pokémon Fragrunz, die Entwicklung von Ferkoli. Das habe ich in der Gegend gefunden. Fragrunz, das Schwein-Pokémon. Dieses Pokémon ist penibel und liebt Sauberkeit. Es fühlt sich in einem blumigen Duft der Pokémon in seiner Umgebung beruhigt. Okay. Dann haben wir hier direkt als nächstes Hubbelupf. Das Löwenzahn-Pokémon. Ein altbekanntes Pokémon. Bei Kälte schließt sich seine Blüte, wodurch es keine Photosynthese mehr betreiben kann. Geschieht dies, so fliegt es in wärmere Gefilde. Und dann haben wir noch Kranowitz, die Entwicklung von Micro. Kranowitz, das Krähen-Pokémon. Es ist sehr klug und erlernt mit Leichtigkeit die Handhabung von Werkzeug, das es mit seinem Schnabel oder den Krallen bedienen kann. So, die nächsten drei liest Noir vor. Hallo, ihr netten Menschen. Das ist Merrill, das Aquamaus-Pokémon. Sein ölgefüllter Schweif dient ihm als Rettungsboje, die es vor der Strömung reißender Flüsse schützt. Als nächstes haben wir hier Shinux, das Flacker-Pokémon. Es erzeugt Elektrizität, indem es seine Muskeln streckt und wieder zusammenzieht. Steckt es in der Klemme, leuchtet sein Fell gleißend hell. Und hier haben wir noch Schlugpuck, das Magen-Pokémon. Sein Herz und Hirn sind winzig, während der Magen den Großteil seines Körpers einnimmt. Sein Magensaft ist in der Lage, alles zu verdauen. So drin, du böser Junge, jetzt bist du dran mit Vorlesen. Hey, du geflügelte Zicke, ich bin im Gegensatz zu dir einfach nur ehrlich. Hier haben wir Sengo, das Fredkatz-Pokémon. Wenn es Vepites begegnet, sträubt sich sein Fell und es geht in Kampfstellung. Seine scharfen Klauen sind seine beste Waffe. Als nächstes haben wir hier Vepites, das Reißzahn-Pokémon. Es hält die Klinge an seinem Schwanz extrem scharf, indem es sich ständig an Steinen wetzt. Vepites ist der Erzfeind von Sengo. Und als letztes haben wir hier Damioplex, das Vielender-Pokémon. Vor langer Zeit, als es zahlreiche natürliche Feinde hatte, soll es stärker gewesen sein und sich aus eigener Kraft entwickelt haben. So, Shining, ich habe genug vorgelesen. Du bist wieder dran. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, Leute, das war jetzt eine lange Liste. Ich hoffe, dass ihr trotzdem jetzt alle mitbekommen habt. Den Rest der Folge sind die anderen beiden auf meinen Schultern stumm. Du, da siehst neu aus. Ich will dich haben. Was bist du denn? Also, ich habe dich gerade eben schon einmal bekämpft, vor der Folge, aber du siehst mir halt, wie gesagt, neu aus. Ich will mal abpausen sehen. Mach mal. Voltabsorber. Ich kann aber echt die Fähigkeit von dem kopieren. Ich glaube, mein Pokémon ist zu stark für dich. Nee, passt. Ist, glaube ich, ein Elektrovogel. Also zumindest gehe ich vom Namen her so aus und halt auch von der Fähigkeit. So, ich habe Voltray gefangen. Voltray, das Sturmvogel-Pokémon. Es nistet an Steilküsten. Seine Nester sind als Delikatesse geschätzt, da ihre Textur ein seltsames Knistergefühl im Mund erzeugt. Okay, ist das da hinten übrigens ein Schlickter? Ist da ein Schlickter? Ja, du bist ein Schlickter. Um Gottes Willen, da ist ein Gyarados. Riolu, du hast die besten Chancen. Level 22er Gyarados. Zeit für ein Felsgrab. Das ist ein Witz. Felsgrab!
Nein, keine Grimassen schneiden. Das wird heute übrigens wahrscheinlich keine Folge, wo wir storymäßig irgendwas machen, sondern eher mehr wirklich so eine Strandfolge. Oh, du kannst schon Kaskade. Das ist schön, das hat aber meinen Riolu umgenietet. Afiti hat keine negativen Aspekte hier gerade. Ich würde dieses Garados unglaublich gerne fangen. Kannst du mal aufhören mit den dummen Grimassen? Für solche Fälle habe ich ein paar Netzbälle. Als ob du dich instant befreit hast. Hier gebe ich jetzt einen Giftzahn. Nein, bitte stirb jetzt nicht an dem Gift. Oh, ich wäre so ausgerastet, wäre der jetzt am Gift gestorben. So, Netzball. Gut gegen Wasser-Pokémon. Ja, ich habe einen Garados. Und darf dann erstmal direkt zum Pokémon Center. Garados, das grausame Pokémon, ist taucht aus dem Nichts auf. Wenn die Welt sich im Konflikt befindet und brennt jeden Ort nieder, den es passiert. Ein unglaublich starkes Wasser-Pokémon. Seit der ersten Reihe von Pokémon sehr berühmt, dieses Pokémon. Und zwar dadurch, dass es seinen eigenen Trainer den Arsch aufgerissen hat. Auf gut Deutsch. Mal wieder so eine Folge. Wir fangen uns heiter lustig ein paar neue Pokémon. Man muss schon sagen, hier sind auch einige. Ein Britzigel. Das ist ganz britzig. Ich habe mich, glaube ich, mal bei irgendeinem Pokémon, also gegen den Trainer gehabt. Da ist aber nicht viel gemacht. Können ruhig die Terra-Kristallisierung machen. Der Pokémon Center ist ja eh direkt neben uns. Schau dir diese Faust an. Ah, komm, Welle! Pau! Einmal noch, dann sollte es fangbereit sein. Im Übrigen, ich mache das immer so, ne? Wenn ich von einem Pokémon die Weiterentwicklung fange oder eine bessere Version, dann schmeiße ich die vorherige Version bzw. das alte Pokémon weg. Weil ich brauche nicht zweimal dasselbe Pokémon. Als ob du noch eine aushältst. Violu gebe ich gleich auch ein paar von den EP-Bonbons. Alter, wie oft triffst du? So, jetzt solltest du fangbereit sein. Ach, hör mir auf mit deinem dummen Furienschlag. Yolo. So, dich krieg ich. Und damit haben wir einen Britzigel. Mein Riolu liegt K.O. im Ball. Britzigel, das Seeigel-Pokémon. Ist es so furchtsam, dass es schon die... Britzigel, das Seeigel-Pokémon. Es ist so furchtsam, dass es schon durch die bloße Berührung mit einer Alge vor Schreck Strom entlädt. Seine Lippen leiten keine Elektrizität.
Ah, der einzige Punkt, wo man es dann offenbar anfassen kann. Aber ich glaube nicht, dass Vieh das unbedingt will. So, ist hier sonst noch ein neues Pokémon? Da ist ein Schlickter. Da ist ein Libiskus, da komme ich aber nicht dran. Weil das so weit auf dem Meer ist. Ja, wir können ihn ja trotzdem angucken. Ach, hier ist ein Schallelos. So. Ich wollte sagen, wir können uns ja trotzdem angucken, was da oben auf der Klippe ist. Es gibt auch noch eine andere Sache, die wir uns noch angucken müssen, bevor ich hier heute auf jeden Fall Schluss mache. Mach mal Konter. Das stimmt ja. Ich hab's ja überrascht. Mach doch einen Angriff. Ist aber schon interessant, wie aus so einem kleinen Insektenaffe wird. Meint ihr nicht auch, Leute? Oh, das Aphidias kann offenbar immer vergiften. Das hat Antikkraft. Das ist eine irre gute Attacke. Oh, ein Volltreffer. Okay, Schallelos fange ich nach der Folge. Wo möchte ich hin? Da, wo wir letztes Mal ungefähr aufgehört haben. Ich will hier in die Gegend. Ich habe nämlich offscreen was gesehen. Das will ich unbedingt auch noch eben heute zeigen. Und zwar hier so in der Nähe. Da hatte ich nämlich was Leuchtendes gefunden. Da oben ist es. Man sieht es schon vom Weiten. Hier, das Teil habe ich gefunden. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe es extra in Ruhe gelassen. Ich habe nicht nur einen davon gefunden. Hier steckt ein unheimvoll anmutender schwarzer Pfahl im Boden. Möchtest du ihn herausziehen? Ja. Ich habe beim letzten Mal Nein gedrückt. Also, wo ich oft gehen hier war. Als du den Pfahl aus dem Boden ziehst, zerfällt er und löst sich in Luft auf. Was genau habe ich damit jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich verwirrt bin. Aber das ist ja auch nichts Neues mehr, ne? So, wir haben noch ein paar XP-Bonbons. Die XS, die gebe ich mal den Knabon, damit es ein bisschen aufholen kann. Oh, es versucht Öllicht zu lernen. Ja, kannst du anstatt Klärsmog haben. So, und das hier geht jetzt an meinen Riolu. Ja, die Dinger, die verteile ich offscreen. Okay, Leute, das war's auch tatsächlich schon für heute. Ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, kennt ihr den Drill? Ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!